Hallo, das Insider-Video Prüfung Personalfachkaufmann entschlüsselt erhalten Sie, wenn Sie unter dem Video auf den Link klicken. Ich behandle in dieser Videoserie die Lösung zu Prüfungsfragen. Hier geht es um mein internes Qualifizierungsprogramm. Und bezogen auf dieses interne Qualifizierungsprogramm, also das Unternehmen überlegt, Mitarbeiter intern weiter zu qualifizieren, sollen wir einfach fragen, welche Aspekte sind hier zu beachten? Und das ist eine wunderschöne Frage, weil die Antwort, die wir jetzt entwickeln, zu vielen Fragen passt. Welche Aspekte muss man beachten, wenn man irgendwas entwickelt? Ja? Welche Aspekte muss man hier beachten? Nun, vor allem natürlich die Ziele oder das Ziel, das das interne Qualifizierungsprogramm haben soll. Soll es die Fachkompetenz steigern oder soll es die Gruppendynamik verbessern? Das sind unterschiedliche Ziele und dementsprechend brauchen wir unterschiedliche Maßnahmen. Dann Kosten passt immer. Ja, die Kosten müssen beachtet werden, der Zeitrahmen muss beachtet werden. Hier haben Sie zwei Lösungen, die zu fast allen Fragen passen. Ja? Ziele, Kosten oder drei sogar, Ziele, Kosten und Zeit sind Aspekte, die immer passen, wenn Sie gefragt werden, welche Aspekte sind zu beachten, wenn wir irgendwas neu aufsetzen. Dann der oder die Verantwortlichen. Ja, wer soll das überhaupt machen? Wer ist verantwortlich für das Programm? Welche Trainer werden dazugeholt? Und das Controlling. Ja, wie sollen wir eine Steuerung implementieren? Okay, das war's. Klicken Sie nun unter dem Video auf den Link und tragen sich das Formular ein. Sie erhalten wertvolle Insider-Informationen zur Prüfung Personalfachkaufmann, Personalfachkauffrau IHK. Alles Gute, Marius Ebert.